Dass Karlsruhe nicht nur Rechtsprechung kann, bewies der Sitz des höchsten deutschen Gerichts mit einem Kongress der besonderen Art. Investigative Journalisten hatte das Schweizer Alpenparlament in die Stadt des Rechts geholt. Noch einmal neu ausgeleuchtet wurde der Entführungsfall Natascha Kampusch. Sokolleiter Franz Kröll war einer großen Sache auf der Spur, der wir auch auf der Spur waren. Es geht um einen großen, um einen elitären Kreis. Es geht um Kinderpornografie, es geht um Kindesmissbrauch. Zunächst die Chancen einer tatsächlichen Wiederaufnahme der Ermittlungen beurteilt Buchautor Guido Grant skeptisch. Also wir haben einige Passagen drin, da müsste eigentlich die Ermittlungsbehörden neu ansetzen. Aber ich denke ganz einfach, aufgrund dessen, dass der Fall Kampusch politisch so nicht gewollt ist, dass auch in diesem Fall diese Informationen, die wir in unserem Buch haben, auch nicht weiter verbreitet und auch nicht weiter verfolgt werden. Investigativjournalist Gerhard Wisniewski kritisiert Unstimmigkeiten in der Berichterstattung vom Soldatenmord in London Woolwich. Zum Beispiel sah man dann später in den Medien Luftaufnahmen von dem Tatort und tatsächlich, da war dann auf dem Gehsteig eine große Blutspur, wo also diese Abschlachtung stattgefunden haben soll. Das Problem ist nur, wenn man diese Luftaufnahmen verglichen hat mit dem Video, von dem ich gerade gesprochen habe, mit diesem Interview sozusagen, sieht man auch im Hintergrund diese Stelle, an der diese Blutspur sein müsste. Da ist aber keine Blutspur. Wisniewski glaubt zu wissen, warum nicht jede Geschichte zu Ende erzählt wird. Ich weiß genau, wie das funktioniert. Der Redakteur mag durchaus offen sein, kommt ganz begeistert mit einem Vorschlag zu seinem Chefredakteur. Dann wird der Vorschlag beispielsweise einfach abgelehnt. Oder eine weitere nette Variante ist auch einfach, dass die Geschichte unter den Tisch fällt, auf Halde landet, nennt man das in dem Geschäft. Die landet auf einer riesigen Halde von Geschichten und wartet auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja? Also so läuft das.